Wir dachten, wir wären unzerstörbar. Wir, die Eisernen Lords. Wir schworen, alles zu tun, um die letzte Stadt zu beschützen. Manche von uns zahlten den höchsten Preis. Ich bin der Letzte. Hilf mir, Hüter. Es ist an der Zeit, meine Brüder und Schwestern zu rächen. Erweise dich würdig, und die Eisernen Lords werden sich wieder erheben. Ja, und damit herzlich willkommen zu Destiny, das Erwachen der Eisernen Lords. Es ist soweit, wir haben jetzt eigentlich nichts mehr großartig offen in König der Besessenen. Und deswegen haben wir uns gerade die Introsequenz von das Erwachen des Eisernen Lords angeguckt, den Auftakt. Und damit starten wir auch hier, zu Fellwintergipfel. So. Endlich geht's los. Bin gespannt. Es gibt jetzt zwar noch ein paar Quests, die wir offen haben, aber dazu gleich mehr. In den Jahren nach dem Untergang gab es keine Hüter. Es gab nur eiserne Lords. Unsterblich, unerschrocken, kämpften wir, um die Überlebenden einer einst großen Zeit zu beschützen. Es ging um mehr, als aus den Schatten zurückzukriechen. Die eisernen Lords sollten der Menschheit ihre Zukunft zurückgeben. Manche kennen die Legende, doch niemand weiß wirklich, wie die Eisernen Lords ihr sicheres Ende fanden. Das musste man mit eigenen Augen sehen. Als Zeugnis. Als Erinnerung. Dass sogar Helden sterben können. Und überleben nicht siegen bedeutet. Nun bin ich der einzige Wächter. Meine Wache währt ewig. Und ich warte auf den Tag, wenn das, was wir gestört haben, erwacht. Die eisernen Lords sind nicht mehr. Doch unser Kampf ist noch nicht vorbei. Das Haus der Teufel ist zurück. Sie durchsuchen Forschungslabore des goldenen Zeitalters im ganzen System. Das ist kein Zufall. Sie haben eine Mission. Zuerst war die Vorhut nicht sonderlich besorgt. Jedenfalls nicht, bis die Teufel sich entschieden, wieder ins Kosmodrom zurückzukehren. Die Teufel verfrachten Ressourcen in ein Gebiet in der Nähe, das schon seit Jahrhunderten still liegt. Eigentlich würde ich sagen, ein Tag wie jeder andere. Außer, dass alle darüber reden, dass Lord Saladin seinen Posten beim Eisenbahner verlassen hat, um sich persönlich um die Situation zu kümmern.
Doch statt uns direkt ins Kosmodrom zu schicken, will Saladin, dass wir ein verlassenes Observatorium in den Bergen untersuchen. Seltsam. Okay, klingt trotzdem noch einmal Auftrag. Kommt jetzt noch eine Videosequenz? Ich traue mich gar nicht dazwischen zu sprechen. Ah, ich glaube... Ich höre Ladebildschirm im Hintergrund. Und ich höre, dass er schon wieder verschwindet. Ha, das lädt aber lange. Fellwintergipfel, Altrussland, Erde. Eine Gefallenengruppe hat den Fellwintergipfel erobert. Wir sind unterwegs, doch wir werden es nicht rechtzeitig schaffen. Du musst das Observatorium am Gipfel sichern. Es ist unabdingbar, dass die Gefallenen auf diesem Berg nicht Fuß fassen. Juhu, neues Gebiet! Na? Das Erwachen des Eisernen Lords, neuer Schritt. König des Berges, begib dich nach Altrussland. Wenn die Gefangenen sich den Berg hinaufarbeiten, dann ist es ihr Ziel, das Observatorium Vostok zu erobern. Was würden die Gefallenen denn mit einem verlassenen Außenposten wollen? Dinge, die besser begraben bleiben sollten. Oh Mann, Jan. Es gibt eine Gondelbahn in deiner Nähe. Nimm sie zum Observatorium hinauf. Na, ich bin nicht der Einzige, der da gerade hochläuft. So, was ich sagen wollte ist, wir haben noch Quests von König der Besessenen offen. Allerdings sind das nur so Quests, die man einfach mal zeitlich bedingt machen kann. Also sprich, man geht einfach auf Patrouille und wenn man Glück hat, kommen die Monster gerade oder geht gerade eine Gruppe mit geht gerade eine Gruppe halt mit Besessenen auf. Ich Idiot, ich drücke die ganze Zeit. Ich könnte einfach gedrückt halten. Das bleibt... Das kriegst du wieder. Wo bist du? Rache. So. Ich habe ihn verfehlt, oder? So. Ach, da ist die Gondel. Fahren wir jetzt echt Gondel? Hacken. Oh, das hier war seit 400 Jahren nicht mehr aktiv. Ein Traum. 400 Jahre nicht mehr aktiv, okay. Sehr vertrauenswürdig. Egal, gehen wir direkt mal los. Wird schon halten. 400 Jahre ist es hier runtergefallen. Das ist doch genauso gut, oder? Bei so einem Empfang könnte es eine Spur zu ehrgeizig sein, das gesamte Observatorium absichern zu wollen. Es gibt einen Innenhof im hinteren Teil der Anlage. Wenn du ihn sichern kannst, dann sollte es dir möglich sein, sie bis zu unserem Eintreffen vom Eisentempel fernzuhalten. Moment mal. Eisentempel? Sowie Eisenbanner? Eiserne Lords? Bleib konzentriert. Es steht hier zu viel auf dem Spiel. Pass auf! Oh, ist nice. Sniper. Bewegte Ziele, toll. Also im Grunde kein großes Thema. Das Problem ist, wir wackeln auch wie blöde hin und her. Alter, das gibt's doch nicht. Ich verfehl die ganze Zeit. Ich denke, es gibt noch mehr davon. Oh. Was soll's? Mir gefällt diese kleine Metallschachtel nicht mehr. Verdammt, der lebt noch. Treffer können wir nicht nochmal wegstecken. Spring. Wohin springen? Oh, okay.
Na gut, den Rest halt zu Fuß. Was ich nicht verstehe, wenn es da oben etwas Wichtiges gäbe, warum hat die Vorhut diesen Tempel all die Jahre nicht beschützt? Der Verantwortliche für diese Städte und ihre Geheimnisse bin ich. Okay. Und deswegen hast du niemandem Bescheid gesagt, so dass wir den hätten schützen können hier? Oh mein Gott, ganz schön windig. Ah, besser nicht runtergucken. Okay, wir gucken mal runter, aber nicht, dass wir runterfallen. Oh, toll. Hi, ich hab deinen Kumpel umgebracht. Da hat ein paar Granaten, die auch noch. So. Oh, ein Captain. Du weißt schon, dass hier mehr als nur ein paar Gefallene sind. Nur fürs Protokoll. Wir können es uns nicht leisten, dass auch nur einer sich das aneignet, was sich auf diesem Berg befindet. Oh. Klingt gar nicht gut. Kann ich hier runterrutschen? Aber ich finde es gut, dass sie ein neues Gebiet reingebracht haben. Wurde auch langsam mal Zeit. So mittlerweile konnte ich das alte Kosmodrom und so nicht mehr sehen. Wahrscheinlich müssen wir trotzdem wieder 10.000 Mal dahin rennen später. Für das Add-on. Was? Okay. Ah, da ist er. Oh, shit. Da war noch einer, ne? Boah, jetzt nehme ich an. Nein, lass die nicht runterfallen. Auch wenn es nur Rüstmaterial ist, ist egal. Nehme ich doch dankbar mit. Oh, es geht. Sei vorsichtig. Ich registriere da etwas in unserer Nähe. Und was? Ich muss darüber. Alles klar. Oh, Granate, das registriere ich. Aber wo? Ach, da. Jetzt reicht's, komm her. Und du kommst auch her? Heute wird nicht versteckt. Wow. Die können echt gut zielen, muss man ja sagen. Oh, was ist das denn? Servitor! Warte! Sipix Primus? Er sollte doch tot sein. Oh, Batterie fast leer. Diese Energiesignatur ist seltsam. Stammt nicht von den Gefallenen, aber sie regeneriert sich. Hast du gesagt, dass er sich regeneriert? Töte Sipix-Hüter jetzt sofort! Ja, ja. Controller nur fast leer. Ich muss ihn ans Ladekabel hängen.
So, wo ist er hin? Wenn dieser Servitor das ist, was ich annehme, dann werden ihm die Tempeltore nicht standhalten können. Du musst ihn vernichten, bevor das passiert. Wo ist er denn? Hallo, Savirto, wo bist du? Verhindere, dass Sepix in diesen Tempel eindringt. Oh. Aber wie soll ich ihn besiegen? Der hat ein Schild. Alter, was ist mit dem los? Kommst du wohl von hinten wieder? Oh, shit. Ich muss erstmal gucken, dass ich mal kurz irgendwie Leben bekomme. Oh, Gegner, hallo. Schön, dass ihr vorbeigeschaut habt. Shit. Die Anhöhe, Hüter, nutze sie. Die Anhöhe? Oh, das ist eigentlich ein guter Tipp. Du musst die Stellung auf dem Berg halten, Hüter. Ja, ich bin dabei. Wo ist er jetzt? Ja, toll. Oh, hi. Oh, okay, alles klar. Gleich haben wir ihn. Glaube ich. Okay. Kaputt. Trophäe erhalten, Bergsteiger. Nur um in einen alten Tempel einzubrechen? Auch alte Wölfe beißen noch. Shiro, wie ist dein Status? Ich umkreise den Bereich. Soweit alles okay. Bin gleich da. Gut gemacht, Hüter. Der Tempel ist gesichert. Nun können wir... Shiro, erfasse ihn. Ich empfange gerade... Warte! Mehrfache Treffer nahe des Walls in Sektor 17. Sie attackieren das Sensorenraster. Sie wissen, wo Siva ist. Hüter! Geh sofort ins Kosmodrom. Falls Sepix entkommt, haben wir mehr als nur ein Gefallenenproblem.